suchen. Wasser. Viel Glück. Ich hab nur das, was mir auf der Stirn steht. Tja, das sollte wohl sowas wie trockener Humor sein. Es hätte kein Wasser sein müssen. Ich hätte auch Fruchtsaft genommen. Ohne Wasservorräte können wir nicht durch die Wüste reiten. Also segeln wir einfach eine Stadt weiter. Mit dem Ding da? Ja, klar. Und, an welche Stadt dachtest du da? Atlantis? Wie schön. Wir können uns also zwischen zwei Todesarten entscheiden. Verdursten oder ertrinken? Leute, ich habe das Gefühl, da rauscht noch eine dritte Todesart auf uns zu. Was in aller Welt ist das denn? Was es auch ist, wir sollten lieber erstmal untertauchen. Gute Idee. Komisch, mein Vater hat gar nichts von Sandstürmen geschrieben. Marco, komm rein, es ist immer heißer. Wartet, hier steht was. Die Helmwinde von Hormuz sind so glühend. Ein Mann der Tat, was? Das gefällt mir. Ich konnte nicht zulassen, dass euer Freund gegrillt wird. Jetzt übertreib nicht. War doch nur heiße Luft. Sag mal, ist dieser Wind so gefährlich, wie er aussieht? Allerdings. Die Höllenwinde von Hormuz sind so glühend heiß wie... Ich weiß. So glühend heiß wie ein Pizzaofen und sind imstande, einen Menschen bei lebendigem Leib zu rösten. Mann, das muss ja ein irre heißer Wind sein. Ja.